zurück zum nächsten Video. Viele haben uns ja eben gefragt, ob man nicht auch irgendetwas für die Rückenmuskulatur machen kann. Die Rückenmuskulatur ist immer wieder ein Thema, das aufkommt. Und natürlich wollen wir das direkt aufschnappen und euch auch hier Übungen nach Hause liefern. Die Übungen, die ich euch heute zeige, gehen vor allem auf die Lendenwirbelsäule bzw. auf die gesamte Wirbelsäulenmuskulatur, aber auch viel im oberen Rückenbereich. Das heißt also, wir fokussieren uns jetzt nicht nur auf den unteren Lendenwirbelsäulenbereich, sondern ich zeige euch ein paar Übungen, die ihr fast euren kompletten Rücken komplett abdecken könnt. Wie immer gilt, ich zeige euch die Übungen, die Ausführungen, sage euch, worauf ihr achten müsst. Für euch gilt, jede Übung hintereinander weg, dann wieder von vorne anfangen, wenigstens 3 Durchgänge und natürlich, ihr kennt die Zahl schon, 20 Wiederholungen. Wir fangen in der Bauchlage an. Ihr nehmt die Hände wieder übereinander und könnt euch mit der Stirn, wenn ihr möchtet, auf die Hand, auf den Handrücken ablegen. Wenn ich es schwieriger haben möchte, kann ich sogar meine Arme strecken. Müsst ihr selbst für euch ausprobieren, wie es für euch am intensivsten ist. Stellt die Fußspitzen hinten auf und streckt die Beine durch, sodass eure Knie nicht mehr auf dem Boden sind. Den Kopf auf die Hände ablegen und dann versucht ihr euren Oberkörper so weit nach oben anzuheben, wie ihr könnt. Langsam wieder runter und bevor ich den Boden berühre mit meinen Händen, ziehe ich mich wieder hoch. Achtet dabei darauf, die Beine gestreckt zu lassen, Spannung im Po und Bein zu halten, nur euren Oberkörper so weit nach oben zu ziehen, wie ihr könnt. Beim Tiefgehen bleiben die Hände in der Luft und wie immer wenigstens 20 Mal. Für die zweite Übung können wir direkt in der Bauchlage bleiben. Hier geht es jetzt darum, die ganze Wirbelsäule so ein bisschen zu aktivieren und eine Kette zu bilden an Muskulaturen, die arbeiten soll. Ihr streckt die Arme lang nach vorn vor, stellt euch selbstverständlich wieder auf die Zehenspitzen, Beinspannung. Und jetzt arbeiten wir über Kreuz. Das heißt also, beispielsweise den rechten Arm und das linke Bein gleichzeitig nach oben anheben. Der Kopf bleibt unten, die Stirn zeigt Richtung Matte und ihr versucht die gestreckten Arm und Bein so weit nach oben zu ziehen, wie ihr könnt. Wenn ihr tief kommt, berühren die Zehenspitzen und die Handfläche nicht den Boden, sondern werden direkt wieder nach oben gezogen. Immer so weit, wie ihr könnt. Weiter atmen dabei. Und selbstverständlich die andere Seite genauso. Immer über Kreuz arbeiten. Den gestreckten Arm und das gestreckte Bein nach oben hochziehen. 20 Mal pro Seite, einfach auf die Spannung achten und weiter den Atmen dabei. Das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt, dass viele bei den Übungen anfangen, die Luft anzuhalten, gerade wenn es schwierig ist. Erinnert euch da immer wieder dran, auch wenn ihr trainiert, immer weiter atmen. Die nächste Übung ist ebenfalls in der Bauchlage. Ich zeige euch aber die Ausführung erst einmal im Sitzen, weil dann seht ihr es besser. Was wir gleich in der Bauchlage machen ist, die Hände zur Seite zu strecken, eine Handfläche hinter den Kopf zu nehmen und die andere Hand hinter den Rücken. Wichtig ist aber, dass ich mich dabei nicht berühre. Gehe wieder nach außen und wechsle dann die Seite. Gehe mit dem einen Hand hinter den Kopf, mit der anderen hinter den Rücken, nach außen und wechsle wieder. Das Ganze jetzt in der Bauchlage. Hände gestreckt nach außen. Eine Hand über den Kopf, die andere über den Rücken, wieder nach außen, wechseln, wechseln. Immer weiter atmen, den Kopf leicht in der Luft halten, Beine gestreckt. Auch hier gilt, 20 Wechsel machen, um die Übung für den Durchgang fertig zu haben. Für die letzte Übung heute braucht ihr 2 kleine Hilfsmittel. Das ist zum einen ein Hocker oder ein Stuhl, das ist ganz egal. Und zum anderen, wer es hat, kleine Hanteln oder einfach mit Wasser gefüllte Flaschen. Denkt daran, eine 0,5 Liter Flasche ist ein halbes Kilo, eine 1,5 Liter Flasche sind 1,5 Kilo. Das heißt, ihr könnt es selbst steuern, wie schwer ihr es ganz gerne haben möchtet. Ihr setzt euch einfach auf den Stuhl, Gewicht in die Hände, Rücken gerade. Lehnt euch jetzt weit nach vorne und trefft euch mit euren Gewichten unter euren Füßen. Rücken
gerade lassen, Brust raus und versucht dann die Gewichte einfach nach außen anzuheben. Langsam zurückkommen, bis die Gewichte sich unter den Beinen wieder treffen und zur Seite anheben. Achtet einfach dabei darauf, wieder Körperspannung zu halten, gerade zu bleiben, den Brustkorb rauszustrecken und einfach die Gewichte zur Seite anzuheben. Ihr werdet selbst merken, dass ihr nicht ganz so weit hochkommt, wenn natürlich irgendwann die Beweglichkeit dann im Weg steht und der Muskel maximal angespannt ist. Wie immer geht, 20 Wiederholungen. Seid ihr hier angekommen, einfach mit der ersten Übung wieder anfangen, wenigstens 3 Durchgänge. Sollte das für den einen oder anderen zu leicht sein, gerne im 4. oder 5. Durchgang. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit, tut ein bisschen was für euren Rücken, bleibt weiterhin in Bewegung. Und ich wünsche euch einen geilen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.